Ist auf jeden Fall. Es scheint draußen zu sein. Ja, Fund Nummer 2 für heute. Hab's tatsächlich. Boah, das gibt's ja gar nicht. Ich sehe was. Da, was Rundes? Nee. So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Zim und ich nehme euch heute wieder mit auf eine Schatzsuche mit meinem wunderschönen Metalldetektor hier. Ich habe in den letzten Suchvorgang hier schon Musketenkugeln gefunden und ein Fragmentteil von einem preußischen Offiziershelm. Und ja, möchte natürlich noch weiteres aus dieser Zeit finden. Bin wirklich sehr gespannt. Ihr seid auf jeden Fall live mit dabei. Und dann würde ich sagen, bis zum ersten Signal. Ich habe richtig Laune und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und wenn du das erste Mal mit dabei bist, ich veröffentliche hier jede Woche ein Video mindestens über die Schatzsuche mit dem Metalldetektor. Und dann würde ich sagen, ich nehme euch mit. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir sehen uns dann gleich beim ersten Signal. Und ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt. Aber hier piept es überall. Ich muss halt nur den richtigen Pieps finden. So Leute, es wird auf jeden Fall jetzt spannend. Ich habe hier schon mal das erste Signal. Das klingt sehr, sehr gut. Guck mal hier. 73, 74. Also das ist wirklich so ein Signal, wo ich sage, das könnte definitiv auch eine Münze sein. Am Ende muss man ehrlich sein. Man weiß nie, was einen erwartet, was man ausgräbt. Manchmal kommen auch wirklich so die kuriosesten Dinge zum Vorschein. Oder man entdeckt sie halt einfach währenddessen. So, sehen tue ich noch nichts. Jetzt schauen wir mal mit dem großen Detektor. Ist auf jeden Fall. Scheint draußen zu sein. Da in dem Erdklumpen. Also, das ist jetzt so, dass ich sage, das liegt gar nicht tief. Das liegt nicht tief. Da können wir jetzt auf jeden Fall zusammen reingucken. Das wird nichts Altes sein, bin ich mir sicher. Das sollten wir auch so jetzt finden. Da. Das ist es. Was haben wir da? Oh, guck mal hier. Das ist ja von der Patronenhülse hinten der Boden. Die wurde auf jeden Fall verschossen, weil man sieht auf jeden Fall, wie damals, wie nennt man das denn nochmal? Auf jeden Fall verschossen, weil hier hinten kann man ganz gut erkennen, wurde ausgelöst. Wenn du das Griffstück ja in der Hand hältst und dann den Hebel langsam dann betätigst und abdrückst, dann ist es ja so, dass dann einmal der nach vorne schnellt und dann wird das hier so gesehen ausgelöst, die Patrone und ja, Schießpulver, das entfacht sich ja und ja, somit wird dann halt das Projektil verschossen. Also findet man immer wieder, aber wir wollen natürlich Schätze finden. Also deswegen müssen wir am Ball bleiben. Weiter geht's, Freunde. Dennoch, es hätte auch was richtig Tolles sein können. Und wir gehen jetzt weiter bis zum nächsten Signal, Leute. Es wird gut, ich bin mir sicher. Bleibt am Ball. So, Leute, ich habe hier wieder ein Signal. Bin schon am Ausgraben. Ich drehe euch mal um. Muss das eigentlich auch schon draußen sein. Da soll es irgendwo sein. Vielleicht habe ich es auch schon... Ja, hab's hier irgendwo. Klang jetzt nicht so mega gut, das Signal, muss ich ehrlich sagen. Ja, und hier schon wieder die nächste Patronenhülse. Fund Nummer 2 für heute. Aber da könnt ihr es ganz gut erkennen. Auch wieder ausgelöst, Überbleibsel davon. Naja, hätte auch was Schönes sein können. Aber das Signal war schon, hat schon angezeigt, dass es nicht so das Beste ist. Also von daher, wollt nur auf Nummer sicher gehen. Weiter geht's. Ihr müsst immer am Ball bleiben, Leute. Ich sag's euch, ihr müsst immer am Ball bleiben, denn es könnte schon beim nächsten Signal der große Hammer wieder kommen. Und da wollen wir hin. Bis zum großen Fund. Ja, Freunde, wir sind hier auf jeden Fall weiterhin fleißig unterwegs. Irgendwas sollte jetzt noch als nächstes kommen. Da hinten ist so ein Baum. Guck mal, da hinten. Vielleicht gehen wir da mal hin. Vielleicht finden wir da was Schönes. Ganz langsam. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo ich noch nicht war, hier in diesem Wald. Und wir werden auch heute noch weiter suchen gehen. Also da können wir auf jeden Fall die Hoffnung haben, dass wir noch was richtig Schönes finden. Ich sag immer mittlerweile, ohne eine Silbermünze fahre ich nicht nach Hause. Das ist natürlich ein großer Anspruch, den ich hier gerade habe. Aber bisher ist es immer in Erfüllung gegangen. Und ich versuche natürlich mein Bestes. Weiter geht's. Bis zum nächsten. Wir sind jetzt hier am Baum. Vielleicht hat sich hier auch hier jemand hingesetzt irgendwann. Aus heutiger Zeit und was verloren. Oder vielleicht liegt auch da drunter irgendwas. Also hier ist auf jeden Fall ein Signal. Aber das ist ein Eis. Boah, was ist das denn hier? Nee. Das wird nichts Besonderes sein, Leute. Was ist das Schwarzes hier? Das sieht ja komisch aus, guck mal. Voll so ein komischer Pilz. Okay. Bis zum nächsten, Leute. So, Freunde, ich habe jetzt hier wieder ein nächstes Signal für euch. Hier sind aber echt einige Bremsen und alles unterwegs. Sehr, sehr tief.
Und dann schauen wir einfach mal, was da geht. Also ihr könnt schon sehen, das ist mehr als ein Pinpointer tief. Signal kam wirklich auch nur ganz schwach rein. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das noch eine Münze oder so ist, aber du weißt es nie. Boah, ich bin echt tief unten im Boden drin. Na, manchmal muss man wirklich mal sagen, das ist echt hardcore. Wirklich. Hab's tatsächlich. Boah, das gibt's ja gar nicht. Eine Hälfte vom Hufeisen. Das hätte natürlich auch was richtig Geiles sein können. So groß. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Ich habe jetzt echt gedacht, dass das ein Schwert war. Soll Glück bringen. Bis zum nächsten. Boah, ich kann es ja gar nicht glauben. Ich habe im vorherigen Video da angefangen. Und hier ist jetzt irgendwie echt tatsächlich ein Signal. Direkt am Baum 52. Bin mal gespannt. Ey, also, da ist ja immer so ein Ding. Direkt am Baum. Was könnte da sein? Da drin soll es sein. Ich habe schon was gehört. Hier ist es. Ah, guck mal hier. Patrone? Oder was ist das? Ja, ich würde sagen, es ist ein Überbleibsel von der Patrone. Ja, was soll man sagen? Es ist, wie es ist, ne? Ich gehe jetzt hier direkt weiter. Und auf dem Weg zum Auto kommen meistens dann doch die besten Funde. Es ist, wie es ist. Okay, Leute. Noch eine kleine Trinkpause. Geht's weiter. Und wir schauen, ob wir wieder irgendwas Schönes finden. Da an der Seite soll auf jeden Fall irgendwas sein. Wir müssen gucken. Hier haben wir es. Nächstes Teil ist ein Eisennagel. Weiter geht's. Ja, ich muss doch ehrlich gestehen, so gute Arbeit geleistet. Das ist echter Wahnsinn. Wir haben hier so viele Signale rausgeholt, so viele Münzen und dennoch. Hier kommen immer wieder die Signale. Hier muss man so vorsichtig so mittlerweile gehen, dass man wirklich jedes Signal nochmal aufspürt. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Wald, denn da wird definitiv noch mehr liegen. Ich laufe hier gerade so richtig langsam, damit man hier vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen was rausholen kann. So wie hier jetzt. 97. Also das ist wirklich den Boden streicheln. Ne, 89. Das ist dann jetzt nur noch Eisen sonst graben. Weiter geht's aber. Wir suchen ein schönes Signal. So Leute, ich bin hier echt so richtig rein zwischen den Bäumen, wo wirklich kaum Platz ist. Und hier kommen auch Signale. Und auch echt gute so. Aber wir müssen halt gucken. Das ist halt einfach keine einfache Sache mehr hier. Und da müssen wir halt mal schauen, wie wir das jetzt hier weiter verfahren, ne? Da an der Seite soll schon irgendwie was sein. Na dann. Das Teil hier, oder wie? Boah, ey. Dafür gehen wir hier rein, ne? Aber wenn es was Gutes wäre, dann wäre ich zufrieden. Wir müssen halt einfach weitermachen. Es bringt alles nichts. Aber vielleicht werden wir hier nochmal belohnt auf dieser Stelle. Na dann, weiter. Wieder ein Signal. So, okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Ist schon doch draußen, oder wie? Gar nicht tief im Boden drin. Das wird wohl nix. Überbleibsel von irgendwas. Das kann nicht wahr sein, ey. Gut, weiter. Ich muss einfach sagen, ich will nicht aufgeben, wisst ihr? Ich will einfach nicht aufgeben. Hier muss doch irgendwie was sein, oder nicht? Guck mal, wie ich hier durchgehe. Richtig so in diesem Entenschritt. Aber hier unten müsste doch irgendwie noch was sein, ey. Oh. Ich gebe wirklich Vollgas, Freunde. Aber sowas von. Da vorne hatte ich mal eine Silbermünze, das weiß ich. Guck mal hier. Hier hatte ich auch schon mal eine Silbermünze, deswegen. Blöd ist das nicht, was ich hier mache. Die Frage ist nur, wo sind die anderen? Das kann noch nicht alles gewesen sein. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Ich habe das so im Gefühl, wisst ihr? Ich hoffe, ich irre mich nicht. Letztes Mal kam hier auch schon eine Münze. Und ich habe immer gesagt, wenn keine Münze mehr kommt, dann lassen wir den Wald hier mal hinten die Ruhe. Weitergehen. Oh. Was war das? Nee, nicht die Signale, die ich haben möchte. Ich melde mich wieder bei euch, wenn es wieder piept. Aber vernünftig. So, Leute, es geht hier weiter. Was habe ich denn da, ey? Das sieht aus wie so ein Eisenteil wieder, natürlich, aber Pickel oder so. Minecraft, ey. Wahnsinn.
Also sehr, sehr tief liegende Objekte, aber kommt mit sehr stark dann wieder mit Eisen dann raus. Weiter, Freunde. Es nützt alles nichts. So, Freunde, jetzt haben wir hier auf jeden Fall wieder ein Signal. Richtig gut, 67. Die Signale hier auf diesem Eck, die sind einfach viel häufiger. Also, ja gut, man sieht ja eigentlich ja wirklich nur noch Wald, aber das ist wirklich so, ich merke so langsam, ich kann mich eigentlich nur auf diesen einen Bereich hier konzentrieren. Soweit ich weiter weggehe von diesem zentrierten Fundbild, dann ja, hört es auf. Und hier kommen sie dann immer wieder, die Signale. Jetzt geht's los. Hier habt ihr es auf jeden Fall richtig schön klar, knackig. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe gerade eben gedacht, ich gehe jetzt los. Klack. So, da drin soll es jetzt irgendwo sein. Drückt mir die Daumen, Freunde. Ich möchte was Gutes haben, aber keine Erwartung ist immer so das Beste. Da auf jeden Fall an der Seite irgendwie. Guck mal, ich nehme euch mal mit. Mal schauen. So ein bisschen graben. Da. Ich sehe was. Da, was Rundes. Das könnte durchaus was Rundes sein. Das sieht nach einem Knopf aus. Ja, es ist ein Knopf. Sehr cool auf jeden Fall. Arsen-Bronze-Knopf würde ich mal behaupten. Müssen wir mal ins Coinpad packen. Ich bin hier einfach so tief drin im Wald. Und ich habe hier einfach die Hoffnung, dass natürlich dann noch was kommt. Aber ich habe bisher heute in diesem Suchvorgang keine einzige Münze gefunden. Das macht mich so ein bisschen stutzig. Es scheint so langsam hier in diesem Abteil Wald, in diesem Stückchen, zu Ende zu gehen. Aber nur weil es sich dem Ende neigt hier in diesem Wald, heißt es nicht, dass wir keine Flächen mehr haben oder nichts mehr Gutes finden. Deswegen, wir gehen jetzt weiter, Freunde. Los geht's. Ich freue mich schon auf den nächsten Piep. So, hier direkt am Baum habe ich noch ein ganz leichtes Signal entdecken können. Mal schauen, ich muss den auch hier ein bisschen das Gehölz zur Seite räumen. Gehen wir mal rein. Wenn jetzt hier so langsam das auch an dieser Stelle nicht besser wird, ne, dann müssen wir echt mal schauen, wie wir hier... Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, Freunde. Das ist hier. Das muss so unglaublich gewesen sein. Hier waren bestimmt schon mal andere Sonnengänger. Dieser Ort, einer der besten, den ich bisher hatte, so an Wald. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er jetzt was reinbekommt. Soll er draußen sein? So ein richtig schönes, leichtes 80er Signal, Freunde. Mal schauen. Ne. Haben wir denn hier? Musketenkugel mit Gussstift oder was? Das erklärt auf jeden Fall das Signal mit dem Eisenton und so. So einen Gussstift habe ich noch nie gesehen bei der Musketenkugel. Also normalerweise kenne ich das so. Musketenkugel, ja. Gussstift oben, ja. Aber der ist hier aus Eisen. Merkwürdig. Interessant. Ja, und heute einfach auch mal kurz eine kleine Übersicht, wie viele Musketenkugeln ich eigentlich schon mal insgesamt gesammelt habe. Ich bin heute wirklich einige Stunden schon unterwegs und es kommt gefühlt nur Musketenkugeln. Aber naja, so ist das eben. Also, ja, keine Münze bisher. Merkwürdig, aber das ist natürlich auch ein Zeichen. So, meine Freunde, tja, heute auf jeden Fall jetzt nicht die Oberhammerfunde hier gehabt. Lasst gerne für den YouTube-Algorithmus ein Like da und schreibt gerne einen Kommentar. Jetzt hier direkt weiter. Wir sehen uns.